Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Heute mal ein kurzes Video, und zwar über die drei typischen Edelstahl-HMDs. Da haben wir zum einen den Nagrani, dann haben wir den AO HMD 912 und den Xhooker HMD. Wir kommen zuerst einmal zum Gewicht von dem Ganzen. Der Xhooker wiegt 192 Gramm. Der AO 166 Gramm, also leichter. Und der Nagrani 167 Gramm, also fast gleich wie der AO. Die größten Unterschiede sehen wir, wenn wir uns das Ganze mal von innen anschauen. Und zwar beim AO sind die Rillen etwas dicker, dafür unterbrochen, mit AO graviert. Beim Nagrani sind es einfach eben nur die typischen Kreise. Und beim Xhooker ebenfalls. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal von unten anschauen, sehen wir aber, abgesehen davon, dass sie nicht ganz sauber sind, beim AO haben wir hier so längere Schlitze. Beim Nagrani sind es Punkte, genauso wie beim Xhooker. Beim Xhooker sitzen die Punkte, also diese Löcher, allerdings weiter innen. Das heißt, wenn wir hier gucken, da ist sind die Löcher und Schlitze außerhalb vom Auflagerand oder vom Kontaktring. Und hier ist es eben im Inneren. Das hat den einfachen Vorteil, wenn wir einen kleinen Kopf haben, wie zum Beispiel den Hotshot RT, dann kommen wir da, wenn wir hier den Nagrani nehmen, sieht man, das passt hier nicht so richtig. Da sind die Löcher außen, somit ist der Durchzug nicht wirklich gut. Genauso ist es eben auch beim AO. Ne, der Ring liegt eben hier auf dem Rand auf. Wohingegen beim Xhooker, dadurch, dass diese Löcher eben innen sitzen, kann ich hier wunderbar das Ganze auflegen und habe den Durchzug immer noch da. Das heißt, mit dem Xhooker kann ich tatsächlich alle meine Köpfe rauchen. Preislich sieht es so aus, dass der Xhooker bei 25 Euro liegt, der AO bei 35 Euro und der Nagrani, je nachdem, im Angebot 25, kann aber bis zu 39 Euro kosten. Der Punkt ist, beim Xhooker habe ich, dadurch, dass die Wände relativ senkrecht runtergehen, wenn ich immer die Gabel reinhalte, sieht man das ganz gut, das geht einfach senkrecht runter, der verliert dadurch relativ viel Hitze im Vergleich zum Beispiel Nagrani oder AO. Die sind beide hier so angeschrägt und haben auch oben den dickeren Rand. Das heißt, die beiden halten die Hitze besser. Ihr seid somit kohlensparender unterwegs und habt eben auch mehr Hitze. Der Xhooker verbraucht dadurch eben leider ein bisschen mehr Kohlen. Grundsätzlich rauchen aber alle drei super gut. Vom Fazit würde ich sagen, der Xhooker, wenn ihr viele verschiedene Köpfe raucht oder eben die 10 Euro sparen wollt, seid ihr damit absolut bestens beraten. Der AO ist für mich der persönliche Sieger, weil er einfach ein bisschen mehr Hitze noch gefühlt hält als der Xhooker, als der Nagrani. Das heißt, er ist noch ein bisschen sparender von Kohlen und heizt, finde ich, noch ein bisschen schneller auf. Aber das sind wirklich so Nuancen, wo ich sage, das ist minimalst. Der Nagrani selbst ist einfach ein Dauerläufer, den kennt jeder. Das Ding ist komplett uneingeschränkt zu empfehlen. Wenn der für 25 Euro im Angebot ist und ihr generell normale, also Standardköpfe wie zum Beispiel ein Litlip, Lashlip, Oblaco etc. raucht, seid ihr dann mit dem Nagrani bei 25 Euro definitiv bestens beraten. Der AO hat mit den breiteren Schlitzen eben den Vorteil, dass er beim Overpack ein bisschen weniger Durchzugsprobleme bekommt. Aber wenn ihr generell sagen wollt, so die 10 Euro sind egal und ja, ich möchte so das Letzte rausholen, würde ich sagen, ist der AO ganz kleines bisschen besser, aber liegt wirklich mit dem Nagrani ziemlich auf einem Level. Und der Xhooker hat einfach den großen Vorteil, dass ihr jeden Kopf damit rauchen könnt. Also jeden, den ich zumindest besitze. Ich habe damit kein bisher Problem gehabt. Außer, wo es halt nicht passt, ist mit der Baba Bowl, weil da ist halt, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das nicht passen kann. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like da, abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt oder welcher davon euch vielleicht am liebsten ist oder welchen wir sonst noch testen sollen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Macht's gut, bleibt gesund und habt Spaß. Ciao.